Auf Platz 15 Michele Di Girolamo, das ist auch so ein Zimmer, ne? 355 Kilogramm. Uwe, bis Platz 4 dürfen Sie so Becherchen nehmen, das behalten wir noch. Auf Platz 14 Hannes Reier. Da steht jetzt kein Verein drauf, was war das? Kassel. Hannes? Kassel. Reier? Nur Hannes. Kassel. Kassel? Mit 402,5 Kilogramm. Auf Platz 13 Philipp Lessing aus Stuttgart mit 370. Ich dachte, ich muss drin, weil die anderen. Also, egal. Auf Platz 11 aus Wohnzimmern Dominik Schreiber mit 455. Das ist ja der auf Platz 12, da hat man gerade einen Doppler, ist Silvano Pepe, der ist auch aus dem Zimmer, ne? Auf Platz 10 mit 395 Kilogramm, das ist hier Ludin, auch aus vom AV Vorwärts. Auf Platz 9, Philipp Klein. Aus Fellbach mit 465. Platz 8, Moritz Krömer, ist der da? Aus Rüsselsheim von hier, sauber mit 487,5. Platz 7, Sparhaus wieder, das war mal ein Drittel von uns. Auf Platz 6 der Riese aus Zimmern Friedrich Mockenau mit 575,5. So, aus dem Schwabenländle Matthias Skubala mit 517,5 Kilogramm auf 5. Und auf Platz 4 der neue Darsteller Sebastian kommt mit 565 Kilogramm auf Platz 4. Auf Platz 3 wird zwar viel weniger gemacht, aber auch viel leichter gewesen. David Hartmann. Ach echt? Ja, dann kann ich das ja. Der kommt hier aus dem Saarland. Drück nix. Auf Platz 2 mit 590 Kilogramm, auch aus dem schönen Baden-Württemberg, Lennart Weizenburg. Und auf Platz 1 mit 550 Kilogramm, relativ leicht und 388 Kilogramm Punkte, ist Eray Kerimoglu aus Weiß der Kopf, ne? Ja, aus Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch. Sehr stark gemacht. Da macht ihr mal gucken, von den Junioren sind relativ viele. Seid ihr so enttäuscht, wenn der 12. wurde? Normal gibt es ja immer ein Pokal, das ist halt hier ein bisschen anders. Danke für die Teilnahme, Rona. Nächste Gruppe ist Bankdrücken. Ein Schluss.